Was geht YouTube und herzlich willkommen zur zweiten Episode Road to Commander, Scorpion to Commander, nennt es wie ihr wollt. Oh, wir haben sogar schon den Schwarm frei. Okay, können wir uns auf jeden Fall auch merken. So, wir sind in der gleichen Lobby wie in der letzten Episode, weil ich natürlich direkt hier weiter durchziehen will. Oh, die Hamre ist auch eine richtig kranke Waffe, Leute, ohne Scheiß. Die wird so unterschätzt, das gibt's gar nicht. Naja, wir spielen auf Raid, okay, Raid. Ich hatte eigentlich für eine andere Map gestimmt, aber ist ja auch egal. So, haben wir eigentlich gerade eben was freigeschaltet? Ach, wir können gar nicht gucken, weil mein Kabel wieder rausgerutscht ist. Da, dementsprechend hat sich das auch erledigt, meine Freunde, ne? Ja, Raid Hollywood Hills USA Team Deathmatch ist angesagt, Freunde. Wie gesagt, wir werden auch rumprobieren. Wir werden eine Episode mit Shotgun, mit Sniper, mit dem machen. So wie man halt so ein Road to Commander macht, dass man einfach mal alles, was es so gibt, ausprobiert. Und wir spielen jetzt mal... Das ist so eine Elsat-Map, Freunde. Das ist eine richtige Elsat-Map. Schön mit Drohne, Konterdrohne, Orbital V-Set. Anton hat mir gerade geschrieben, dass er auch gerne mitmachen würde. Sehr schön. Also da können wir mal gucken, ab welcher Folge der Antonio dann dabei ist. Der wird mir natürlich dann zur Seite stehen. Freue ich mich drauf. Da kommt einer. Was, Digga? Du bist eine Legende, Junge. Okay, Digga, wo ist er? Er ist verschwunden, Leute. Da war er. Okay. Das Problem ist, ohne schnell ziehen, viele machen das gerne so, ich gar nicht, weil ich hasse das einfach so ohne schnell ziehen. Die Elsat ist so langsam, das ist krank. Man, es fühlt sich wie so ein Dinosaurier. Aber man kann natürlich damit ganz anders spielen, weil man, ja, es ist ein bisschen so wie die Titan halt, ne? Nur, dass es damals einfach niemanden gejuckt hat. Und bei der Titan wurde dann richtig geheult, dann die Leute richtig geweint einfach. Naja, muss man auch nicht unbedingt verstehen, aber ist ja auch egal. So, wo haben wir denn hier? Wo haben wir euch denn? Als ob die nicht hier spawnen, Digga. What the f. Ich will nicht immer das F-Wort sagen in Videos. Dann ist das Video. Dann ist die Monetarisierung direkt back am Start hier für euch. Wo sind die Gegner? Hä, was ist das? Das ist so eine Lobby, so eine Feed-Lobby ist das, wo die Gegner alle aufeinander hängen. Ich schwör's euch. Komm her. Da oben sind zwei. Müssen mal gucken, ob wir da hinkommen. Hinter mir. Oh Gott, okay. Das Ding ist, die sitzen hier auch mit allem ausgestattet, was das Herz begehrt. Digga, wahrscheinlich messerst du mich, oder? Mein Gott, ey. Okay, Drohne, Konterdrohne. Ich habe noch einen Schuss im Magazin. Bitte lad schnell nach. Ja, ich schaff's sogar. Er kommt hier hoch. Nein! Oh mein Gott, wie die mich gejagt haben! Ah, Teammate hat Orbi. Ehrenmann. Einfach mal Hashtag Ehrenmann in die Kommentare schreiben, Leute. Das ist ein richtiger Ehrenmann. Ich glaube, er hat das gar nicht gemerkt, dass ich ihn angeschossen habe. Ich war ihm einfach, glaube ich, egal. Junge. Komm her. Danke. Ja, das ist echt wirklich ein Ehren-Teammate, muss man ihm ja wirklich mal lassen. Dass er hier den Orbi raushaut, ist schon geil. Geiler Typ. Geiler Move, geiler Typ, alles geil. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier, glaube ich, einfach hochkletter. Er hat die PDW aus 2012 mitgebracht. Ah, schade. Aber egal, das ist schon eine nice Runde direkt am Anfang. Schön mit Orbi-Action und so, auch wenn es nicht mein eigener war, aber muss ja auch nicht immer sein. Mein Gott, Digga. Okay, ich werde C4 aus der Klasse mit der Elsa rausnehmen. Den habe ich wirklich geholt. Schnell, schnell los, schnell los. Hast du ihn? Okay, du hast ihn. Er mit seiner PDW, Alter. Also einen Gegner können wir noch holen. Boah, aber nur mit Nuller Prezi haben wir den geholt. Okay, die Gegner kommen jetzt von hier, deswegen lade ich erstmal nach. Konterdrohne braucht man eigentlich auch nicht in der Klasse, weil man hat, spielt ja ohne... Wo ist der? Der wartet am Taktikeinstieg, Ehrenmann. Das sind wirklich die besten Gegner. So, der kommt jetzt eh wieder da entgegen. Das ist voll die komische Lobby, Digga, die laufen jedes Mal da lang. Eigentlich laufen die immer anders. Eigentlich laufen die immer durch die Mitte. Ich habe jetzt... Oh, ist jetzt... Es war nicht der gleiche, oder? Nee, doch. Er ist der Beste, Mann. Okay, ich glaube, ich zocke jetzt auch mal noch mal ein bisschen mit Emta. Irgendwie, ohne Scheiß, ich brauche einfach auf der Elsa das schnell ziehen noch dazu. Wie ist unser Score? Ja gut, 16 zu 3 kann man sich nicht drüber beschweren.
Das wäre auch mit einer MP7 vielleicht möglich gewesen. Okay, so, let's go. Und los, dann snipet er mich. Ja, Digga, so muss das sein, mein Freund. Schönes C4 kassiert. Oh, die KSG lag da, das ist auch so eine crazy Waffe, Leute. Plünderer-Paket fehlt mir aber echt brutal. Okay, die kommen jetzt von hier. Ich sag, die sind wieder hier hinten. Hello. Digga, wie die Ämter die weghaut, ne? Das ist so gut. Hier ist auch... Teammate läuft einfach... Hello again. Okay, ne, bevor wir jetzt gesniped werden. Ja, hier lag auf jeden Fall eine AN, habe ich gesehen. Mit Schaft, okay. Warum nur ein Aufsatz, fragt man sich, aber... 3, 2, 1, meins. Komm, einen nehme ich mit. Ne, ist zu riskant. Ist einfach zu riskant. Ja. Oh, er hat's wirklich geschafft! Er hat's geschafft, mich da zu snipen. Er hat's einfach geschafft, Freunde. Hier ist auf jeden Fall auch noch irgendwo einer. Okay, die sind da hinten alle. Das braucht echt Plünderer. Okay, einen Kill werde ich mit diesem C4 auf jeden Fall machen. Whoop. Okay, außer er. Aber das kann man immer dann so challengen, das geht eigentlich immer klar. Da ist einer rumgelaufen. Okay, das ist ein Easy Kill. Hello, und damit haben wir gewonnen. 24-5. Nice Runde auf jeden Fall. Petit Bison steht sogar über mir, obwohl ich einen Kill mehr habe in TDM. AR2 Assists. Ah, verstehe, okay. Naja, kann man ja auch mal so machen, ne? Unbekannt 2003 ist hier auch unterwegs. Sehr schön. So, er ist schön in die Luft geflogen. So muss es auf jeden Fall sein. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an der Serie, wie gesagt, ne? Auf jeden Fall. Ganz entspannt. Level 11 sind wir jetzt. Okay. Ich sage, schauen wir doch mal, was wir da freigeschaltet haben. Nur ein Freischalt-Token. Was, nur ein Freischalt-Token? Oh, oh, da ist ein Hacker in der Lobby. Seht ihr den? Excel. Excel 95 wahrscheinlich. Okay, warte, wir gucken jetzt mal. Ne, sonst sehe ich hier nichts. Das hier brauchen wir auf... Oh, warte mal. Ich glaube, im zweiten Gear ist noch nichts Gutes. Level 22 müssen wir erreichen für eine richtig gute LSAT-Klasse. Digga, der Typ hier, auf den habe ich Angst, Mann. Da habe ich so Angst, dass der keine Ahnung, was mit der Lobby macht. Wahrscheinlich jetzt... Ah, er ist rausgegangen. XP-Lobby wahrscheinlich. Das wäre auch krank. Einfach einen Kill machen, Prestige sein, das war's wirklich komplett. So. Ja, hier kann man auch eine Sekundärwaffe reintun. So, sonst. Ich würde sagen, wir lassen das eher so, dass hier zwei Perks sind. Oh, da sind noch ein paar Splitscreen reingekommen. Aber so gehackte Splitscreen, da weiß man nicht, was ist jetzt los mit denen. So, man kann es einfach nicht einschätzen. Ich hoffe, dass wir irgendwann schon so pro Episode auf ja, so 5 Level oder so kommen. Aber gut, am Ende wird es natürlich etwas schwieriger. Ämter. Komm. Ich hab Bock auf Ämter. Macht einfach Spaß, damit einen reinzuknattern. Natürlich mit der Goldtarnung auf ganz entspannter Basis. So. Die 5-7 ist auch gar nicht schlecht, aber die TAC ist noch viel krasser, die andere Pistole. So. Na los, na los. Er wirft hier erstmal seine ganze Lebensgeschichte. Ein C4 haben wir, wir setzen es hier ein. Was, Digga? Ey, Teammates schießen da rum. Er ist in perfekter Position und wird geschottet. Ich werde dann geschottgunnt. Typ, der Shotgun ist einfach auch noch unterwegs hier. Auf jeden Fall ist da oben jetzt auch einer drin. C4 habe ich gechoked. War wirklich komplett gechoked. Jawohl, den habe ich so geklaut, Alter. Das war so ein Barca-Moment. So würde Anton so einen Kill klauen. Pre-end der? Und lädt nach, der Ehrenmann. Sehr gut. Sauber. Teammate, komm. Einmal kriegst du es hin, natürlich nicht. Nein, Mann. Die Nate hat er noch fallen lassen. Okay. Ihr seht schon, langsam komme ich immer mehr rein. Da ist einer. Oder? Ja, das ist zu gefährlich einfach. Sniper können einen immer treffen, egal wie schlecht sie sind. Let's go, Mann. Beide geholt. So muss das sein.
Nein, 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 ich dachte nicht, dass da noch einer ist. Hätte ich den geholt, hätte ich direkt Pool challengen können. Da hätte ich locker noch zwei geholt. Ihr seht schon, das sind einfach keine kompletten Kacknoobs. Aber wieso sollte es die auch noch geben? Die spielen alle Fortnite. Also nichts gegen Fortnite-Spieler natürlich. Aber es ist halt eben so, jemand, der jetzt mit Zocken anfängt, fängt auf jeden Fall mit Fortnite an. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Okay, mit einer Kugel war ich down. Gucken wir uns das mal an. Ja, ganz entspannt. Kommt mir safe entgegen, oder? Das ist halt auch noch so Kugelweste, freue ich mich auch schon drauf. Hätte ich mir auch in meinem dauerhaften Freischalt-Token holen können. Weil so tut das natürlich schon hin und wieder. Der Basketballspieler. Hätte mich jetzt auch noch holen können. Fleiß, Guys. So. Ihr seht schon, es ist echt nicht so easy, sich hier einfach mal durchzusetzen. Ich glaube. Was, ein Hamre? Nee. Bei einer Hamre. Es ist eigentlich so ein Hamre-Tod. Weil die Hamre hat die schnellste Time to Kill. Aber das war auch nicht schlecht. Bin ich auch schnell umgefallen. Ey, wie stehe ich denn? 11-6. GGs in den Chat, Alter. So, da haben wir einen Dude. In der Mitte haben wir auch noch einen. Was? Assist? Also ihr seht schon, das Aim läuft eigentlich ganz gut. Schön zwei geholt. Oh, das ist hier ganz eklig. Nein, nein, nein! Ich habe voll Fortnite im Kopf gehabt. Ich wollte so um die Ecke gucken, Alter. Im Ego-Shooter. Alles klar. Ja, okay. Keine Chance. Trotzdem der Beste im Team. Alles klar, Digga. So. Wo haben wir euch denn? Manchmal sieht man einfach, dass das Aim noch nicht da ist. Kein Kill? Okay, ich muss aufpassen. Ich glaube, ich gehe mal kurz hier lang. Ja, von hinten. Ist halt schwierig. Ah, die A1 wäre auch geil. Aber da müssen wir uns echt bis Level 55 gedulden. Die A1 war lustigerweise sogar das erste, was ich jemals freigeschaltet habe damals. So. Oh, hinter mir ist einer. Muss schnell um die Ecke hier. Wahrscheinlich die Konterdrohne. Okay, wie viel hat er überlebt? Wieso setze ich meine Drohne eigentlich Spaß? Das muss man auch nicht verstehen. Der kriegt nicht mal 10 Punkte jetzt, wenn Teammates Kills machen, glaube ich. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall raus. Wir müssen mal hier hinten gucken. Okay, da sind die nicht. Da kommen die jetzt wahrscheinlich von vorne hier. Oh! Jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich schlau sein. Schön geprefired alles. Nein! Ah, hätte ein Quadfeed sein können. Es war halt so klar, dass er mich mit Remington holt. Ja, jetzt habe ich ihn. Es hat geleckt, alles klar. Mein Gott, ich habe ihn echt angehittet. Okay. Da oben. Okay, warte, das muss ich irgendwie schlau machen. Warte. Ich bin so One-Shot. Teammate, sauber, Mann. Teammate hat mir gerade echt den Arsch gerettet zweimal. Pre-aim, pre-aim. Da kommt Safe Call einer. Ich hab geduckt. Ich schwör auf alles, dass ich auf Ducken gedrückt habe. Auch früh genug. S-Mine, Digga. Ich hab das ganz vergessen, Mann. Ganz vergessen, dass es das einfach gibt. Digga, er ist ein Ehrenmann. Geil, noch die zwei Kills. Einmal hin. Gegner sind aber auch komplett schlecht, außer dieser eine. Ja, das hier vier schön zwei geholt, Mann. Aber der Typ hat sich auch gut angeboten. Wieso kommt der Escort-Drohnen-Sound? War da einer in der Luft? Macht doch gar keinen Sinn eigentlich, oder?
So. Okay, Level 12 immerhin. Ah, Lodestar. Ah, Nuketown, perfekt. Also wir können natürlich auch mal eine Folge dann auf jeden Fall mit Streaks machen. Da lasse ich auf jeden Fall mit mir reden. Komm, ich mache mir jetzt mal. Wie kopiert man nochmal die Klassen? So. Komm, packen wir uns mal hier. Eine Shotgun-Klasse ein. Ich habe das immer gespielt. Langer Lauf und schnell ziehen oder? Ne, Laser, glaube ich, oder? Irgendwie so in der Art. So habe ich schon extra. Ne, extra Gear 3 brauche ich. Wobei, na, nicht unbedingt. Die Lobby sieht auf jeden Fall okay aus. 10 Leute haben für Nuketown gestimmt. Da haben die Leute auf jeden Fall Bock drauf. Okay. Ich habe wieder meinen Lieblingsgegner. Den Zarka Le Feuille, Alter. Der Name geht mir schon mal hart auf den Sack. Ja, die Teamaufteilung ist nicht so gut, weil dieser Fleißgeist, der war halt so schlecht. Das war halt der Traumgegner schlechthin. Aber die Runde passt auf jeden Fall noch in die Folge. So eine Nuketown TDM-Runde dauert eigentlich immer so 3 Minuten. 3 bis 4 Minuten. Dann passt es, glaube ich. Macht mir aber auf jeden Fall Spaß bisher, die Serie. Ich hoffe, ihr merkt mir das an. Ich hoffe, ihr fühlt es auch. Komm, MP7. Dieser Bilou-Typ regt mich auf, Alter. Offiziell. Ja, gucken wir doch mal, wie offiziell du bist. So, und Pre-Aim. Oh mein Gott, das Beast, Digga. Also das war Beast Move, was ich gemacht habe, wirklich. Unter mir? Digga, ich hab. Der Typ war klar, ist ja genau. Ich wusste genau, dass er so spielen würde. Ich wusste auch, dass er mich jetzt pre-aimt. Weil er so ein ganz ekliger Scar-Spieler ist, Digga. So ein ganz widerlicher Scar-Spieler. Wa? Oh mein Gott, Digga. Gegen den muss ich eigentlich Elsat auspacken. Hallöchen. Also die Teamaufteilung finde ich echt lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine S-Mine habe ich zerstört. Ich habe wieder gedrückt, ich habe sie doch gesehen. Ich habe sie doch gesehen, Alter. Boah, Digga, wie viele Hitmarker waren das? Wo ist der Typ? Da hinten mit der Scar. Versuchen wir mal hier durch zu rushen. Wo ist der mit der Scar, Digga? Der ist hier irgendwo drin. Ich muss sagen, es macht mir aber echt Bock, Alter. Okay, sind die hier alle da? Teammate ist hier. Okay, dann sind die Gegner wohl drüben. Ja, das ist der Typ safe. Ah, nee, das war sogar Oscar, okay. Mann, dieser eine Franzose da, dieser Le Feu, der regt so auf, Mann. Ja, okay, ich muss gegen ihn Elsat spielen. Geht nicht anders. Dann spielen wir mal Nuketown, wie man Nuketown spielt. Was? Als ob da noch einer war. Wie viel sind denn da noch? Mein Team wird so gespawnt. Guckt euch das mal an, wie die eingedrückt werden. Ich bin so der Letzte, der hier irgendwie dagegen hält. Okay, gehen wir ins Auto-Head-Glitch. Ganz langsam aber. Der Typ, der hält aber die Mitte auch. Oh nein, 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 nein. Boah, krass, Teammate, danke. Danke. Schon wieder? Ja, Mann, Legenden-Move. Oh, das wäre so krass gewesen, Mann. Es haben nur ein paar Kugeln im Magazin gefehlt. Aha. Was? Ah. Guck mal, wenn dieser Typ nicht drin wäre, Digga. Er denkt so, er patrouilliert jetzt hier gut, Mann. Ich hole ihn jetzt komplett. Nein! Wo ist der Dude? Whoop. Okay, Moment.
Chill-Out-Tag. Guck mal, man kann nicht durchs Fenster schießen. Okay. Maximal lost. Hallöchen. Ah, das war er. Guck mal, er spielt nicht mehr mit Schaft. Das macht so gar keinen Sinn, wie er spielt. Nein, ich habe mich so hingelegt. Diesmal habe ich es geschafft. Und um die Ecke. Und Pre-Aim. Ja, dreimal im Stück habe ich ihn jetzt geholt. Man, so schmeckt es lecker. Das schmeckt mir. 22 Schuss noch. Ich drehe mich gar nicht zu den Gegnern. Ah, da war er wieder. Aber es ist auf jeden Fall schön anzusehen, finde ich. Ich hoffe, dass wir die Runde gewinnen wegen dem Spielbonus, oder? Kriegt man den auch so? Ich weiß es gar nicht. Das ist er, da muss ich aufpassen. Das ist der wichtigste Kill. Okay. Nein, 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 nein. Nein! Man ist so langsam mit diesem Ding. Das ist so ekelhaft. Ah, ich glaube, wir verlieren das. Ich glaube, wir verlieren das. Okay, nice. Es ist halt so schwer, weil mein Team so schlecht ist. Ja, nice, nice. Nice. Come on, komm her. Let's go, Mann, Miss Lina. Guck mal, wie ich das Team gecarried habe. Nice, Mann. Okay, dann haben wir Level 13 erreicht. Vielleicht nach der Runde ja noch ein Level. Danke fürs Dabeisein in dieser Episode. Lasst dem Video gerne ein Like, da würde ich mich freuen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.